So, liebe Zuschauer, willkommen zu der City Show. Und heute mein Gastestag ist Leila Abdallah. Sie war meine Co-Moderatorin 2018, glaube ich, oder 19. Ja. Und Leila ist heute hier als meine Gast. Und das heißt, Leila, herzlich willkommen zu der City Show. Danke, Siri. Du solltest eigentlich sagen, herzlich willkommen zurück. Aber es freut mich, dabei zu sein als Gast. Hast du recht, ja. Damals haben wir zusammen gearbeitet. Das war eine schöne Zeit. Kurz, aber war richtig schön. Aber das, schau, zwei Jahre später, da sitzen wir wieder. Hi. Willkommen zurück, Leila. Danke. Sehr gut. Ja, ladies and gentlemen, as I said, Leila was part of the people who have been working with me here. And she was part of this project, and today she's back again in the studio with me as my guest. So we're gonna go through and we're gonna know everything Leila have been doing for almost 2 years. So Leila, ich würde gerne dir so über ein Studium und nach dem Studium auch besprechen. Und das heißt, fangen wir mal erstmal, dass du noch ein bisschen für die Zuschauer vorstellst, wer Leila Abdallah ist. Und wo kommen Sie denn hier zum Beispiel? Okay, hallo Zuschauer. Ich bin Leila Natasha Abdallah. Ich komme aus Kenia. Ich bin seit gestern 6 Jahre in Deutschland und ich habe hier, danke, und ich habe hier Vermessungsingenieurwesen studiert an der Jade Hochschule in Oldenburg. Und ich bin seit 2 Jahren mit dem Studium fertig und ich habe in Oldenburg natürlich gewohnt, aber jetzt momentan bin ich im Süden. Also ich wohne im Allgäu, Wangen im Allgäu. Und ja, also das bin ich, Leila. Ja, wie geil. Ja. Allgäu, wo ist das denn genau? Also Allgäu, es ist, wenn jemand so Skiurlaub macht, das ist im Süddeutschland, das ist also vor Alpen, am Bodenseebereich, also dann hast du ja Wangen im Allgäu, Lienberg im Allgäu, also die sind ja kleine Städte. Also Wangen ist in Baden-Württemberg und Lienberg ist in Bayern, da habe ich früher gewohnt, in Lienberg, aber jetzt bin ich in Wangen. Und es ist ein sehr, sehr schönes Gebiet, also wenn jemand noch nie da gewesen ist, ich würde dann richtig empfehlen, dass man einmal zum Beispiel jetzt im Winter bei uns, wir haben richtig viel Schnee, du kannst ja schon Alpinski fahren gehen oder halt langlaufen. Ja, also es ist wirklich sehr schön. Schön da. Ja. Einmal würde ich gerne da als Person kommen. Natürlich, Siri, bei mir, du bist immer herzlich eingeladen. Klar. Ohne Einladung geht auch. Oh, ja. Das freut mich. Super. Sag mir mal. Genau. Yeah, like I said, ladies and gentlemen, Leila is going to explain so much for us today. Leila war hier erstmal als Studentin. Du bist hier also nach Deutschland gekommen, 2018, glaube ich, oder? Nee, oder 16? 16. 16, genau. Genau. Und bis jetzt, als ich gesagt, gestern war sechs Jahre in Deutschland. Genau. Ja, das stimmt. In 6 Jahren, ja, hast du dein Ziel erreicht. Das musst du uns einfach so erzählen. Wie hast du das geschafft? Also erstmal, Leila, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie war am Anfang dein Studium? Also, weil du musst quasi auf Deutsch deine Studie machen. Mhm. Hattest du vorher Deutsch was irgendwo gelernt oder wie hast du das geschafft? Also, ist das für mich, wie hast du das gemacht? Also ich würde erstmal ehrlich sein, ich habe noch nicht erreicht alle meine Ziele, die ich für mich vorgesetzt habe. Ich bin auf dem Weg dorthin. Oh, aber mein Traum hat natürlich in Kenia angefangen. Ich habe in Kenia mit dem Studium angefangen. Damals habe ich an der Universität Nairobi studiert. Und da habe ich dasselbe auch studiert, was ich dann hier weitergemacht habe. Und die Voraussetzung war, dass man Deutsch könnte. Das war eine Voraussetzung. Und dadurch habe ich bis B1 Deutsch gemacht. Und ich habe mich eigentlich zugetraut, das DSH-Prüfung zu machen. Eigentlich, man braucht ja B2. Aber das Zeit hatte ich nicht. Und ich habe dir ja dann meine DSH-Prüfung geschrieben mit B1-Niveau. Gott sei Dank, ich habe es bestanden. Oh. Ja, genau. Und dann bin ich ja nach Deutschland. Also ich hatte die Zusage schon bekommen. Wie gesagt, das Traum hat schon in Kenia angefangen. Und die ganzen Unterlagen hierher schicken, die ganze Motivationsschreiben. Und du kennst das Prozess, wenn man sich für was bewirbt. Und
Ja, eigentlich so war das Anfang. Dann hier ging es weiter. 6 Jahre, wie du sagst, es ist ziemlich eine lange Zeit, aber kann auch sehr kurze Zeit sein. Ich habe 4 Jahre studiert an der Jade-Hochschule. Und ich muss ehrlich zugeben, die ersten 1,5, 2 Jahre, die waren richtig, richtig schwierig, weil man lernt, also ich habe Deutsch in Kenia gelernt. Also ich habe Lehrer gehabt, die eigentlich Kenianer waren, oder? Ja. Die bringen uns Deutsch bei. Und das ist nicht ihre erste Sprache. Wenn man nach Deutschland kommt, dann ist eine komplett andere Geschichte, oder? Das glaube ich dir. Dann, du versuchst ja irgendwie, sich so schnell wie möglich anzupassen. Mhm. Von das Wetter, Kultur, Essen, du weißt, wie es ist. Mhm. Und ja, an der Universität hier, die sind ja dann doch fortgeschritten. Das heißt, alles läuft dann online, oder? Oh, und während dieser Zeit war mir nicht so ganz klar, wie man sich für die Klausur anmeldet, wie man Termine macht oder Hausaufgabe abgibt, weil du musst ja alles hochladen irgendwie. Und das hat bei mir ein bisschen gefehlt. Und natürlich, man traut sich nicht zu, die Leute zu fragen, wenn man ganz neu ist. Mhm. Aber ich muss ehrlich zugeben, wenn meine Zeit an der Uni, also der Hochschule, ich habe sehr nette Leute kennengelernt, die haben richtig geholfen. Und ich muss ehrlich zugeben, ohne diese Leute, ich hätte nicht wirklich so weit gekommen. Und bei uns an der Jade-Hochschule, wir haben International Office gehabt. Man ja, hat ja dann diese Betreuung gehabt an der Uni. Also daher, ohne diese Support System, without the support system, it doesn't really work so well. So you cannot just come here and say, oh, ich bin ein Mensch und ich mag alleine. You need people to support you. You need good friends at the uni. You need people who understand you, so you feel at home. You need to really, really exchange a lot. Yeah. That's very important. Das ist wichtig. Also Engagement. Engagement. Yeah. Und auch einfach so offen zu sein. Genau. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Es ist egal, welcher Bereich ist das. Denn jemand, der studiert oder jemand, der neu ist oder jemand, also einfach so eine Deutsche oder keine Ahnung. Aber es ist immer wichtig, man immer offen zu sein. Du, Sidi, wenn ich mit dir ehrlich bin, wäre ich kein offener Mensch. Viele Wege, die hätten für mich nicht aufgegangen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich war in Oldenburg, ich habe gedacht, ich bleibe doch hier und mein Leben wird hier, oder? Dann, du weißt die ganze Geschichte mit der Pandemie, oder? Ja. Dann kam das Ganze und in 2 Jahren hat sich alles bei mir geändert. Ich hätte nie geträumt, dass ich in Süddeutschland landen würde. Ja. Aber dadurch, dass ich offen war, oder als ich damals in Kenia auch so offen war mit dieser, ich möchte gern die Welt entdecken, ich möchte gern sehen vieles vom Leben. Viele weißt unterschiedliche du? Menschen auch. Genau, also, genau. Und dann zeigt dich die Welt, weißt du? Ich glaube, was man sagt, deine Gedanken wäre dein Wahr. Ja. Und das ist ja das Ding, wenn du schön träumst, groß träumst, natürlich gibt es ja Schwierigkeiten inzwischen, aber man sollte sich nicht bremsen lassen, weil die sind ja Momente, die nicht dauern. Also die sind für einen kurzen Moment da, aber nicht für immer. Es war nicht ein leichter Weg. Natürlich, wie gesagt, die Sprache und man fühlt sich alleine meistens, weil du bist ja hier weit weg von zu Hause und du hättest gern die Leute oder du vermisst die Heimat, so Heimweh. Es ist ja, aber man sollte ja Ziel vor Augen haben, Gas geben. Raus, Leute kennenlernen, offen, wie du gesagt. Genau. Es ist wichtig. Also ich glaube, das gehört zu alles. Wir als Zuwanderer oder Ausländer, die hier einfach so herkommt, wir müssen, also ich glaube, wir haben dieses Problem, also ist nicht Problem, also eine Schwierigkeit, wo man sagt, okay, jetzt, ich habe was erreicht in meiner Heimat, aber ich bin jetzt in einer Community, in einer andere unterschiedliche Community, total unterschiedlich von meiner Heimat. Jetzt, ich spreche eine andere Sprache, unterschiedliche Kultur und sowas. Dann brauche ich auf jeden Fall eine Motivation. Und wo kriege ich das? Das ist genau, was du gerade jetzt gesagt hast. Aber das ist eine sehr gute Frage. Man sollte sich immer fragen, warum mache ich, was ich mache? Für welchen Sinn? Und wenn man das schon weiß, dann es geht immer weiter. Weißt du, meistens man denkt, ich brauche Motivation von draußen. Ich brauche Motivation von jemand anderem. Ja. Motivation muss von drinnen kommen. Von dir selber?
Von dir selber, von innen selber. Weil du wirst Momente haben, wo es nicht läuft. Das ist genau, was es meint, Leila. Wenn du auf den Wand kommst und dann, was passiert dann? Du wartest, dass jemand dich rettet. Nein! Also, ganz ehrlich zu sagen, es kann mich erinnern, da hatten wir einmal, kannst du erinnern, dass irgendwann hatten wir Diskussion gehabt und sagt, du hast mir gesagt, Shidi, ich will so viel erreichen, ich will hier sein und sagt, Leila, why do you always want to achieve the city? You have to believe in yourself. Und jetzt sieht es Leila und du hast einfach so dein Studium fertig gemacht und du arbeitest einfach so voll mit deiner ganzen großen Auto und sagst, Shidi, I want to see you. It's amazing. I mean, you are an inspiration to many young people today. I mean, ich selber auch. Ich will auch von dir also als eine Inspiration. Also ich gucke das einfach so und sage, I'm inspired. Weißt du warum? Wir waren hier zusammen. Du hast mir gesagt, du willst das erreichen. Aber hast du auch gemacht. Ja. Und das ist hier, der Mentalität. You have a positive mindset. You told me this. You said you want to achieve it. No matter how the obstacle come, you did it. Siri, I'm really thankful that you say that because I see you also as an inspiration. Thank you. We haven't seen each other for 2 years. And for the fact that we are friends and we went our separate ways for 2 years to see each other again and to see how far you've come with the show, I'm very impressed. Thanks. And I must say, honestly, it's such a pleasure that you have this opportunity to give people such an audience so they can be also motivated. So they can also see that you can be able to do something, you know? Mm-hmm. And that's a big up for you too. That's really nice. Thank you, I appreciate that. Liebe Leute, wir versuchen das Deutsche, Englisch zu sprechen, weil wir wollen, dass auch die Leute, die gar keine Chance haben, aus Deutsch zu sprechen, die auch ein bisschen von unserer Diskussion zu verstehen. Ich bin sehr schlecht mit Deutsch, aber ich versuche mal auch, die anderen Leute auch Chance zu geben. Also, vergessen es. We're trying to at least encourage, you know, diversity, the society in the media too. Leila, wenn jemand zum Beispiel, was wäre seine Tipp sein? Also deiner, einfach so, wenn du jemanden, you want to give an advice to anyone else, right now in Studien, weil es gibt noch Leute, die sagen, okay, ich bin hier in Deutschland für Studien. Brauche ich kein Deutsch, weil ich studiere auf Englisch, dann warum brauche ich Deutsch? Aber du hast gesagt, ich brauche Deutsch auf jeden Fall für meine Studien, aber irgendwann wollte auch was hier in Deutschland erreichen und hat es noch dahin Deutsch verbessert und noch verbessert. Aber warum hattest du noch dieses Ziel, seit du in Kenia bist, oder bist du einfach so Deutsch gekommen und sagst, hey, ich sollte einfach so mein Deutsch verbessern? Was war deine erste Motivation, also in diesem Zeit zu kommen, weit zu kommen? Also was ich sagen würde, ist es, auf Englisch, wir sagen immer, when you go to Rome, you do as the Romans do. Yeah, do. Das heißt, wenn ich nach Deutschland komme, ich bleibe dann nicht mehr fest an das, was ich immer dran gewöhnt bin, weil das ist nicht mein Heimat. Das ist ein neues Land. Yeah, und neues Land für mich heißt, ich bin hier, um meine Träume zu realisieren. Yeah. Und das heißt, ich muss mich anpassen. Natürlich, ich vergesse nicht, wo ich hergekommen bin, wer ich bin als Mensch, mm-hmm. aber ich muss integrieren. Und das ist ja das Ding. Auch jemand, ich kenne viele, die kommen, um Master zu studieren oder promovieren, ja. PhD. Mhm. Man sagt ja, ich mag es auf Englisch. Ja. Warum brauche ich Deutsch? Brauche ich kein Aber Deutsch. Das Ding ist, wenn du einkaufen gehst, wenn man Glück hat und irgendwo in Hamburg landet oder in München oder teilweise auch in Berlin, Englisch ist ja zweite Sprache in solche große Städte. Aber du weißt jetzt nicht, wo es hingeht mit deinem Glück. Du konntest auch in einem kleinen Dörfchen landen, so wie ich jetzt momentan bin. Mit ungefähr 50.000 Einwohnern. Es ist nicht groß. Nee. Aber da dann, und das Gute daran ist, die Menschen zu zeigen, ich bin hier und ich bin offen. Ich bin zum Lernen hier und du bleibst dann nicht so ganz fest. Wie gesagt, offen sein. Ja. Und es verbessert sich immer. Es hilft dir. Es hilft immer, weil zum Beispiel, wir sind Freunde, miteinander sprechen wir natürlich Englisch. Ja. Ja? Du aus Gambia, ich aus Kenia. Englisch zwischen uns. Wenn ich mit Leuten aus Kenia oder Tansania treffe, mein Heimatland, sprechen wir Swahili. Swahili,
Und wenn ich dann mit die Deutsche unterwegs bin, dann muss ich auch Deutsch sprechen können. Und das heißt, für mich war auch sehr wichtig, dass ich dann Freunde habe überall. Ja. Das heißt, ich habe deutsche Freunde, ich habe kenianische und tansanische Freunde für meine Swahili, dass ich dann bleibe mit der Sprache, nicht, dass ich alles vergesse. Und dann habe ich auch Freunde, wo ich dann rein Englisch dann spreche. Sprechen kann. Genau. Und das ist ja, ja, genau. Man sollte sich nicht dann komplett abschließen und sagen, ich bleibe unter meine Leute und es ist mir bequem. Natürlich, es ist sehr bequem, wenn du unter deine Leute bist. Yeah. Das Essen, Kultur, Sprache, alles. Es ist sehr einfach, wenn du weit weg von zu Hause bist, kannst du deine eigene Kommunität machen, so eine eigene Gesellschaft. Aber man sollte nicht vergessen, außer dieser Community ist noch eine größere Community. Yeah. Und wenn man Schwierigkeiten später hat, also ich wünsche keinem so eine schwierige Zeit, aber es kommt eine Zeit, wo man dann Hilfe braucht. Wo man Deutsch braucht. Genau, und das ist jetzt das... Wo die Schwierigkeit kommt. Genau. Weil wir leben jetzt in einem bürokratischen Land. Genau. Und den braucht man auf jeden Fall. Irgendwann hast du Probleme mit deinen Dokumenten oder musst du zum Beispiel nach Ausländerbehörde gehen? Und das ist ja das Ding, das ist meistens von unseren Problemen. Ich habe das Probleme bis... Also ich habe diese Probleme bis jetzt selber. Ja. Ein paar Unterlagen kannst du dann selber nicht lesen und verstehen. Weil diese Fachbegriffe, ja, die sind wie. Die sind ja Rechtschreibung. Ja. Die kriegst du ja dann nicht immer auf die Straße schwer mit. Es ist nicht Deutsche für, als Fremdsprache. Okay, weißt du, diese DAF, Deutsche als Fremdsprache, das ist eigentlich höhere Sprache. Judiziäre Sprache zum Beispiel. Ja, genau. Quasi. Also, die Dinge ist, dass people need to see that. Being in your comfort zone will not take you, will not take you anywhere. No. Later, sometimes you see me, I do some work outside that if anybody sees it, they say, what? You do this? These are things that you have to do in order for you to go out of your comfort zone. See, you have to work. You have to work. You have and to have work. Your plan. Yep. But if you think your plan, this wall is between you and your future, something they will achieve, there is a wall between. You have to knock that wall for you to get to there. And that's it. Look at you. You were very comfortable in Oldenburg. You have friends. Du hast alles hier in Oldenburg, like, du hast hier studiert. Aber trotzdem hast du gesagt, ich muss irgendwas arbeiten. Und, okay, nun nicht nur arbeiten, sondern eine gute Arbeit, wo ich eine gute Geld bekommen kann, zum Beispiel. Weil jeder will auch gut arbeiten, gute Geld bekommen. Und wo man sagt, okay, ich fühle mich hier wohl. Weißt du? Aber wo kannst du das finden? Das kann irgendwo sein. Kann auch in Switzerland sein. Ja, klar. Deswegen muss man einfach versuchen, auf deine Komfortzone rauszukommen. Versuchen, offen zu sein, miteinander, andere Leute, also ein bisschen austauschen. Aber was ich die Leute auch sagen dürfte oder müsste, ist, dass man muss ja mit Schwierigkeiten berechnen. Ja. Ich habe auch tiefe Punkte gehabt. Difficulties. Also es ist nicht geradlinig und ich habe nicht alles auf dem Teller serviert bekommen. Also ich habe auch tiefe Punkte gehabt, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, was habe ich mir angetan? Ich habe so viel gebissen, als ich kauen konnte, weißt du? Ja. Aber das ist es. Du musst ja an dich selbst glauben. Muss du musst dir denken, es ist jetzt dunkle Zeit, es regnet. Aber die Sonne scheint, ist irgendwo und es wird wieder gut. Ja, ja. Das sollte man nicht vergessen, weil, wie gesagt, du kommst nicht von hier und landest direkt da. Gibt's ja Stufen, oder? Ja. Und das ist ja das, wenn du auf einer Stufe bist, wir als Menschen, wir sind immer so. Ja. Du willst das Nächste. Ja. Du hast als Student mit Studentjobs gearbeitet. Ja. Dann andere Stufe im Leben. Diese Weiterentwicklung. Ja. Und das ist ja das, wo man auch die Sprache auch verbessert. Besser. Man verbessert sich. Ja. Man wird älter, man wird reifer. Es ist ein Entwicklungsprozess und man muss ja nicht so ganz streng mit sich selbst sein. Lass dir Zeit. Weißt? Time is everything. And time is everything. And purpose. Like, to me, I love this. You know why I brought you here today? Is that because I want you to be an example to many of us today. We live in a society where you can do anything you want to do, but then you need to have at least a plan and you need to know your purpose in this country. If you want to work anywhere, any high level, know that there's a possibility. But like you said, difficulties is always there. It's always you have there. To accept it
I know it. Yeah. Okay? And to me, ladies and gentlemen, brothers who are watching us from anywhere, let's just accept that it's going to be difficult. And let us know that it's not going to be easy. But let's also have that in our mind that it's one day it's going to be perfect. And that is one big example. We're going to take it from Layla. I remember Layla, how hard was it when she was doing her studies? She was like, Sidi, I wanna work now, man. It's tough, man. But within 2 years now, Layla is somewhere else. And I'm really, really happy that you come to this level. You know, you achieve the goal that you want to achieve. And still, you want to go up. You just want to go forward. I'm proud of you. Thanks, Sidi. I'm really proud of you. And to me, liebe Leute, was wichtig für mich ist, dass man einfach so dranbleibt. Never give up. I think Layla can tell you that. Yeah, I think most of the people I think about sometimes is someone like Bob Marley. He says, everything's going to be all right. You know, and it's always like that because at the end of the day, it's your life. How do you want your life to look like? How do you want to look back and say, I'm so proud of myself for how far I've come? And people should take that moment also to sit down and say, ich bin so weit gekommen und ich bin stolz auf mich. Ich weiß, den Weg geht immer weiter, aber ich bin stolz auf mich. Ich bin weit gekommen und ich habe noch Schritte vor mir. You should never forget where you're coming from. Sei immer dankbar. Always be thankful. And content. Exactly. And everything is going to be all right. It always works out in the end. I am super happy that you brought that. Be content, be grateful, be hopeful, you know, and know your purpose. Yeah. Because whatever you're going to do, if you have no purpose, where are you going to go? Ziel vor Augen. Yeah. Ziel vor Augen. You have to, sometimes you forget what you want in life. You have to write it down. You always have to remind yourself, this is what I want and I'm going to get it. It doesn't matter who stands in my way. Ich jage das. Ich krieg das. Egal wie, ich will es schaffen. Du bleib einfach so. Sometimes you don't know what you want to do or how you're going to do what you want to do. Mm. And you come to a point of confusion, but you have to do what you have to do. So your advice to students is that let them try at least find ways to learn German, even though they're studying in English. It could help them here. They can have a job. They can have the criteria to have a job here. But one of the most important thing is the language. And it's not just to speak. It's to write too. Yeah, it's true. So I think my advice to my brothers, because I won't speak for people who are studying because I don't start my studies, but later she studied. So she could tell people why it is important that you try to learn the language. Language barrier is always a very crazy thing. Because if you have a language barrier with people, you can't communicate. You can't communicate. And without communication, nothing works. No. So nothing. This is difficult, you know? So, liebe Leute, liebe Zuschauer, das ist Layla. Sie hat hier studiert in Oldenburg. Und sie ist jetzt fertig mit ihr Studium. Und sie arbeitet jetzt weiter. Und sie war vorher, also unsere Co-Moderatorin in City Soul. Und ich bin sehr, sehr froh, dass du wieder nochmal zu unserer Studie kommst und einfach so uns erzählen, wie ist also diese kleine Dorf. Und also was ist die letzte Frage, was ich frage, ist das, Leute, was ist der Unterschied zwischen unserer kleinen Oldenburg und da, diese ganzen hinten da, so in, I don't know, Nord oder whatever. What are the differences between this small Oldenburg and those places? That's a really good question. But first, I want to say that it was a really good time that we worked together because I feel like, you know, I have this Berufsleben und dann auf der Seite habe ich das Nebending, was ich gern mache, oder? Und das hier war einer von denen, weil beruflich, ich bin Vermessungsingenieurin unterwegs, ich bin im Innendienst und Außendienst, ich habe Baustelle, ich muss raus im Sommer und im Winter auch, gute, schlechte Wetter, egal. Ich muss die Baustelle vermessen, dann im Büro muss ich ja dann die Pläne zeichnen und so alles.
Aber hier zu sein, es ist ja locker, weißt du? Man ist dann frei, dann weißt du. Einfach so komm. Ja. Einfach so. Ja, genau. In eine andere, genau. Total unterschiedliche Arbeit. Ja, und das hat mir sehr, sehr gefallen damals und hat mir auch gefällt in dem Zeit, wo ich weg war. Aber ja. Und jetzt das Unterschied zwischen Oldenburg und Allgäu. Ich würde sagen, also in Oldenburg, es ist relativ flach. Bei uns unten, ich sage jetzt bei uns, weil das meine neue Heimat ist, also Oldenburg war meine alte Heimat und ich habe immer Heimweh nach Oldenburg. Also ich vermisse Oldenburg. Ich hab mich an die Stadt verliebt und seitdem ich weg war, ich denke, oh, ich hätte gern wieder zum Besuch und deswegen, das war meine allererste Heimat in Deutschland, Oldenburg. Und ich bin ja immer noch zu dieser Stadt verbunden. 4 Jahre ist keine kurze Zeit. Ja. Und so viele Memories als Studenten damals, war eine schöne Zeit. Ja. Und im Norden, wir haben, wie gesagt, es ist viel flacher. Wir sind beim Nordsee unterwegs. Unten haben wir die Berge, haben wir also Allgäu, wenn man, wie gesagt, Skisport oder Wandern. Ja. Also ja, also ganzen Jahr kannst du immer was unternehmen, machen, weil es ist ja sehr vielfältig, oder? Ja. Und dann haben wir den Bodensee auch, sehr schön. Also von Landschaft her, ich muss zugeben, es ist viel schöner im Süden. Ja. Also ja, das ist ja 1.0. Und dann auch vom Sprache her, ja. Weißt, in Süddeutschland, wir Akzent. Haben Allgäuerisch und Schwäbisch und Bayerisch, die haben unterschiedliche Akzenten. Und das hat auch bei mir ein bisschen gedauert, bis wenn ich richtig verstehe. Weißt, manchmal, wenn ich auf die Baustelle gehe und die Leute sprechen Allgäuerisch, weil Bauarbeiter sprechen halt nicht Hochdeutsch, wie man dann studiert oder wie man von den Büchern kennt. Und man muss ja dann offen sein, ja. Das alles zu verstehen, was meinen sie, weil das ist ja für den, das ist ja das richtige Deutsch. Ach so. Und im Norden Deutschland, hier haben wir so Plattdeutsch, ja. Aber ziemlich Hochdeutsch ja. Hier gesprochen wird, zumindest kann man sich verstehen. Zehn. Ja, es ist Bücherdeutsch, was man in die Bücher gelernt hat, ist nicht so viel Akzent drin. Und ja, vom Essen her ist auch komplett anders. Das heißt, es ist total wie wenn man eine andere Welt, also oder ein anderes Land, also einfach so fliegt. Du Sidi, ich bin wieder hierher hoch 9 Stunden gefahren. Kannst du dir vorstellen? 9 Stunden. Du fährst ganz Deutschland längst durch, oder? Und das heißt, hier unten ist andere Kultur, anderes Essen, alles weiter nördlich ist alles komplett anders. Und es ist ja halt so, du kannst ja nicht sagen, in Deutschland ist alles gleich. Das stimmt doch nicht. So wie bei euch auch in Gambia. In Gambia. Du kannst ja nicht sagen, nee. Nord ist gleich Süd so. Und Ost ist gleich West. Bei uns auch in Kenia. Wow. Also sobald man sich bewegt, man muss ja dann offen sein. Auch ich glaube, die Leute aus Norddeutschland, wenn die unten gehen, die haben auch Verständnis, dass da unten ist nicht zu Hause. Die müssen sich dann anpassen. Alter, ich muss da besuchen. Ich muss da irgendwann besuchen. Und auf jeden Fall, Leila. Du hast mich empfohlen, dass ich... Du bringst deine Kamera mit nächstes Mal, wenn du da unten bist, für deine Zuschauer, dass die auch ein bisschen was vom Allgäu sehen können. Ich zeige euch, wie ist Alphorn. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ganz ehrlich, Leila, ich freue mich mega, dass du uns noch besucht und auch die Sendung besucht und hier also als Gast kommen kannst. Ja, und unser Gespräch ist sehr, sehr interessant. Für mich selber ist es wie... es ist wichtig für mich. Da kann ich auch da was Neues lernen und ein bisschen spielen und Motivation ist auch wichtig für meine Freundinnen und Kollegen, die auch sehr neu sind oder Zuwanderer sind oder Ausländer sind, zum Beispiel auch Deutsche, die auch keine Bock haben, was zu machen. Aber irgendwann, wenn man das Video guckt, dann sieht man es, okay, wenn jemand was also erreichen will, kann man. Und ladies and gentlemen, we don't have time anymore, unfortunately. But Leila is gonna be with me all the time, so we're gonna have some time together. Maybe we're gonna come again and give you guys more thought out on how we can all achieve our goals here. Nothing is impossible. Therefore, ich würde sagen, vielen lieben Dank für eure Zeit. Und Leila, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du hier kommen kannst. Danke, Sidi. Thank you for having me. It's always a pleasure sitting here with you. Und ich muss ehrlich zugeben, ich freue mich auf unser nächstes Treffen im Allgäu.
Das wird mir richtig Spaß machen, dass ich dir dann die Gegend da unten zeige. Und für deine Zuschauer, ich würde auch sagen, hey guys, it's not always easy, it's not always perfect, but it's going to be okay. Und man sollte an sich selber glauben. Genau. Ja, das ist ja alles. It's not gonna be easy always, it's not gonna be simple, but you need to trust yourself. Say it later. Thank you so very much, guys, and see you next time.